Da bist du ja. Wo warst du? Ich habe dich schon gesucht. Ja, ich musste natürlich noch die Waage holen, weil die andere ist in der Halle. Deswegen gibt es heute eine neue Waage. Ja, aber dazu kommen wir später. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit der Limo. Eigentlich wollte ich euch das schon lange zeigen, aber kam immer was dazwischen. Heute ziehen wir es aber durch. So, was machen wir? Wir machen Folgendes. Wir bauen die Vorderachse zusammen und dabei muss ich nämlich eine Sache überprüfen. Und zwar geht es um meine Bremskombination vorne. So, wir haben dort eigene Radnaben gemacht, eigene Bremssattelhalter. Wir haben vom R8 eine Keramikanlage. Und ob das Ganze zusammen passt, damit es nicht später, wenn alles fertig, böse Erwachung gibt, stecken wir es heute mal Probe. Ja, so, pass auf, wir fangen hier mal an. Das ist unser, ich glaube bei VW Audi ist es eigentlich der Aggregateträger. Für mich ist es eigentlich immer mehr der Fahrschemel, der Achsträger. Das heißt, hier läuft der Längsträger von dem Auto lang. Der wird über diese Konstruktion verbunden und dann kommen die Querlenker rein. Dieser Achsrahmen ist aus Chromo, hatte ich bei der alten Limo auch schon verbaut, ist ungefähr 10 Kilo leichter als der alte und sieht einfach geiler aus. Kommt ursprünglich, beziehungsweise kommt aus Polen, die Firma ursprünglich AK Motorsport, heißt jetzt Verkline, die bauen diese Rahmen. War eins der besten Sachen am letzten Auto, was ich so angebaut habe, weil funktioniert wirklich einfach. Also ist wirklich Anbaum, happy, glücklich sein. Großer Vorteil ist, ich zeige euch gleich mal den alten Achsschemel. Wobei das Wetter ist so ungemütlich, wir machen das anders, ich habe keine Lust rauszugehen. Wir blenden den mal ein, das Internet ist voll mit Fotos. Okay. Der Rahmen ist aber eigentlich hier viel, viel, viel breiter. Das ist mehr so ein fettes, geschwungenes Blechteil. Also es sind zwei Blechhälften, die zusammengesteckt und verschweißt sind. Rosten wie Sau etc. Hier haben wir ein Konstrukt aus Chromo, was einfach funktioniert. Besonders daran ist, dass um die Turbolader, um die Ölwanne rum, man natürlich sofort viel, viel mehr Platz zum Schrauben hat. Also das ist eingebaut wirklich geil, weil man auf einmal, hier so hängt zum Beispiel die Turbolader, hier das Getriebe, man hat auf einmal viel, viel mehr Platz zum Schrauben. Deswegen ist das auf jeden Fall immer schon eine gute Entscheidung. Zusätzlich kommt auch noch, hier sind keine Gummibuchsen mehr, sondern die Achse wird wirklich starr mit der Karosse geschraubt. Das macht es natürlich am Ende auch nochmal ein bisschen sportlicher. So, jetzt musste ich leider ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und habe einmal alle Querlenker neu geholt. Da kann ich euch nämlich sagen, leider, an dem alten Auto habe ich vor 10 Jahren damals auch alle Querlenker neu gekauft. Ist keine günstige Sache. Je nach Lenker kosten die zwischen 80 und 200 Euro. Doppellenkerachse sind ein paar mehr. Aber ich habe damals bei meinem Alltagsauto habe ich schon die Verstärkten von Zubehörhersteller XY verbaut. Die kosten dann, glaube ich, damals um die 300 Euro der Satz. Tiefer gelegtes Auto. Ich glaube, es hat keine 15.000 Kilometer gedauert und schon waren sie wieder ausgeschlagen. Die von der alten Limo. Zum Schluss 70.000 Kilometer. Nur Starts, Viertelmeile. Jeder, der das Auto mal gesehen hat, wie die Räder da so arbeiten, da kann ich wirklich leider nur sagen, das Geld ist es leider in dem Moment wert. Ich weiß nicht, was an den Dingern so viel anders ist, aber sie funktionieren einfach viel, viel besser. So, dort an der Vorderachse spiele ich auch nicht irgendwie rum mit PU-Buchsen oder ähnlichem, sondern wirklich einfach nur die Originallager, so wie sie sind, Achsen lassen. Die Vorderachse darf ruhig ein wenig arbeiten, sage ich immer. Deswegen lassen wir dort alles einfach, wie es ist. So, jetzt habe ich schon wieder so lange nicht mehr geschraubt, dass ich überlegen muss. Ich behaupte, die müssten beide gleich sein, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und die zeigen nach unten. So, Lenker Nummer 1, Lenker Nummer 2. Hier greift übrigens der Stoßhipper drauf. Das ist der einzige Punkt. Da muss ich gerade mal überlegen. Da hatte ich beim alten Auto, das ist das einzige Lager, was ich ausgepresst hatte, da hatte ich ein PU-Lager drin, jetzt wenn ich drüber nachdenke. Weil bei dem Federbein ist es immer so, das will man natürlich möglichst starr mit der Achse verbunden haben, dass wirklich jegliche Dämpfung wirklich in den Stoßdämpfer geht und der seine Arbeit gut machen kann und nicht erst durch so ein Gummilager ungedämpft irgendwie aufgefangen wird. Deswegen stimmt, da hatten wir PU-Lager drin. Da sollten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken. So, dann haben wir diese hinteren Lenker, die saßen ziemlich sicher so drin. Und so. Und dann kommt da das Radlagergehäuse und die oberen drauf. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Schrauben gucken. So, die hat mir der K
kannte ich so auch noch nicht. Sieht so ein bisschen rauchig aus. Die hat Alex, Firma Chromfabrik, mir wieder einmal... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was es ist. Ich glaube, es war eine Schwarzchromatisierung, wenn ich mich nicht täusche. Sieht gut aus auf jeden Fall. So. Jetzt müssen wir mal einmal gucken. Ich würde mal behaupten, diese kam hier. Wir haben natürlich den Achsrahmen wieder pulvern lassen, sodass jetzt hier rein gar keine Schrauben mehr geht. Boah, ich habe echt zu lange keinen B5 mehr geschraubt. Es gibt hier auch zwei verschiedene Positionen, wo man den Lenker anschrauben kann. Sieht man jetzt hier zwei Löcher vorne und hinten. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Achsen auch für einen älteren Audi passen. Mhm. Ich bin aber der Meinung, wir müssen die hinteren nehmen. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich richtig bin oder falsch. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es die hinteren waren. Keine Angst, hier kommen natürlich am Ende noch Schraubenmeter. Das ist jetzt nur Schraubenmuttern. Das ist jetzt gerade nur einmal zum Probemontieren, ob alles passt. Und dann kommen hier am Ende noch Muttis hinter. So, das war Step Nummer 1. Noch nicht ganz so interessant, es wird aber immer interessanter. Ich kann euch übrigens jetzt schon verraten, das ist erstmal nur das Warm-up. Die Hinterachse wird noch viel, viel, viel interessanter. Hinterachse wird wirklich... In der Hinterachse steckt noch mal deutlich, deutlich mehr Umbaumaßnahmen. So, jetzt noch mal gucken. Hier, keine Angst, nicht neu gekauft, ist wirklich das originale Aluteil. Dann mit einer Mischung aus Sand und Glasperlen gestrahlt. Achtung, danach muss das auf jeden Fall wieder irgendwie geschützt werden, weil sonst korrodiert das Alu noch schneller als vorher. Genau deswegen ist hier jetzt ein Klarlack drauf, so ein matter. Fass mal mit der Hand drüber, Maxi, merkt man fast gar nicht. Aber so merkst du es dann, ja, wie glatt das ist. Ne? Ja. Mache ich immer, kostet einen Apfel und ein Ei, funktioniert perfekt. Richtig cool. Der Klarlack ist sogar aufgepinselt. Mhm. So, hier sieht man übrigens, das ist ja immer die sogenannte Pennerschraube beim B5, die man rauskriegen muss, wenn man die Querlenker macht. Und da sieht man gut, wie krass das schon korrodiert. Weißt du, hier so kreisrund um die Schraube rum, was da für ein Lochfraß ist. Warte, ich dreh's mal, hier sieht man es auch gut. Schon heftig, ne? Ja. So, da müssen wir also auf jeden Fall richtig Kupferpaste oder irgendwas zwischenpacken. So, das ist der Querlenker von dieser Seite. Das heißt, hier nehmen wir jetzt unsere Kappen auf. Zack. Dann drehen wir jetzt zur Sicherheit mal eine Mutti gegen, wenn ich sie finde. Ja, hier von außen sieht man es halt, wie krass das schon wirklich korrodiert war, ne? Diese Maserung. Ja. Da sieht man halt wirklich mal immer wieder, ich sage das jetzt in letzter Zeit häufig, weil mir erst jetzt auch bewusst geworden ist, wie alt die Autos mittlerweile eigentlich geworden sind. Ne? Ja, das stimmt schon. Die Zeit vergeht einfach wie im Flug. Kommt bald mit H-Kennzeichen wieder auf die Straße. Ja, das haben ja einige schon kommentiert. Nee, nee, jetzt, ab und an kommt ja auch immer mal ein Kommentar, dass das Auto ähnlich wie der Lambo nie fertig wird. Ist aber wirklich einfach Quatsch, weil ist eine ganz andere. Hier kenne ich das Ding wirklich fast in- und auswendig. Hier baue ich jetzt ja einfach nur das nochmal nach, was eigentlich schon fertig war, nur halt nochmal in krasser. Lambo ist einfach alles neu und alles krass. Da sind einfach zu viele Faktoren, die nicht ich beeinflussen kann. Und diese Faktoren, die halt nicht in der Hand, ich in der Hand habe, das sind dann die, die am Ende leider Zeit kosten. Oder halt einfach nicht fertig werden. So. Wow, sieht doch schon fast aus wie ein Vorderachs. Ja, wollte gerade sagen, kann doch fast rein, ne? Jetzt kommen noch die oberen Lenker. Da weiß ich übrigens, habe ich auch mal damals, als ich so einen Ärger mit dem ersten Satz Lenkern hatte, habe ich zwischendurch sogar mal hier PU-Buchsen reingedrückt.
Hab das Auto irgendwie nicht, fand da irgendwie nicht gut. War nicht cool. Weil er hat tierisch angefangen zu quietschen. Ja, wollte gerade fragen, woran sich das... Nee, beim Abarth und so hat man das gar nicht gemerkt. Hm. Aber hier, oder beim Golf 3 merkt man es auch nicht. Aber der Lenker, wahrscheinlich weil er recht kurz ist, macht, glaube ich, so einen Weg, dass das Ding schon gut am Quietschen war. Oh, so ein bisschen fetten sie es immerhin ab Werk ein. So, hier gibt es zwei verschiedene. So und so. Das ist Variante 1. Natürlich ohne den. Jetzt gucken wir mal. Man kann das übrigens immer ganz gut an den Teilennummern sehen. 506. Die gerade Zahl ist immer Beifahrerseite. Immer? Ja. Sind immer. Bei dem Modell jetzt? Nein, bei allen VW-Teilen. Guck. Du hast immer 505 und 506, außer du hast halt auf beiden Seiten das gleiche Teil. Hm. Falls aber zwei hast, ist die ungerade Zahl immer Fahrerseite und die gerade Zahl Beifahrer. Nicht schlecht. Okay. So, das heißt 506 ist in dem Fall Beifahrerseite und hier nur Fahrerseite. Hier in dem Fall ist es wieder genauso, 510, 509. Mhm. So. Muss ich gerade noch einmal überlegen. Was mich gerade irritiert ist, ich glaube, sie sind falsch rum. Weil guck mal, der ist länger und natürlich muss. Ah, so. Weil hier ist nämlich die Feder dazwischen. Ah, okay. Ja. Eigentlich ganz cool, dass man sich relativ viel immer selber mit der Zeit überlegen und erarbeiten kann. Nächster Punkt. Ich hoffe, ihr versteht das. Ist auch wieder so ein Punkt, egal, ich habe halt wirklich 10 Jahre Erfahrung auf den Kisten, egal welches Auto ihr kauft, glaubt mir, diese drei Gewinde, sind die Gewinde, womit das Ding von unten rangeschraubt wird, weil ganz viele Leute bauen Fahrwerk ein, halten das Ding drunter, setzen von oben die Schrauben an, um dieses 50 Kilo Konstrukt hochzuziehen, setzen die Schrauben an, ist nur Alu, ist sofort im Arsch. Hm. Das heißt, wirklich jedes Auto, was ich geschlacht habe, zwei waren immer kaputt. Deswegen in diesem Fall, dann lohnt es sich auch nicht, das irgendwie zu pulvern, aufarbeiten oder wie auch immer. Gibt es tatsächlich noch bei Audi und waren jetzt nicht sündhaft teuer. Ich meine 50 Euro, so in dem Dreh, in dem Bereich. Können auch 60 gewesen sein. Aber weil wenn man sich jetzt überlegt, so ein Teil wiederum, so ein Achsträger, der kostet dann, glaube ich, 300, 400. Okay. Dann ist es wieder was anderes. Bei 300, 400 Euro lohnt es sich definitiv, die Teile aufzuarbeiten und so weiter. Wenn sie nicht beschädigt sind, wäre der jetzt hier abgebrochen, würde ich ihn auch nicht mal heile machen. Aber in so einem Fall, da wie gesagt alle immer kaputt sind, war es da definitiv so, lieber einmal neu und man hat wieder Ruhe. In dem Fall ist es jetzt so, dass beide gleich sind. Macht auch Sinn, weil sind eigentlich symmetrisch. Das heißt, Teilnummer ist da jetzt auf jeden Fall die gleiche. Genau. Mhm. So, pass auf, zeig das noch einmal an der Korsie. Dieser Lenker hier, wenn du da so reinfilmst, ne? Ja. Da geht dieses Konstrukt rein. So, das heißt, hier hängt jetzt gerade die ganze Farbe, die ganze Achse an und ich drücke so mit einem langen Arm irgendwie hier rein und setze dann Schrauben an, um das da reinzuziehen. Mhm. So, weil dann ist da nämlich noch so eine Sicherungsmutti. So, das heißt, irgendwie wirkt man das hier rein, zieht die Schrauben fest und hat nichts gekonnt, obwohl man es gewollt hat. Deswegen in diesem Fall einmal fresh und Ruhe. Sieht schon fast aus wie eine Vorderachse. Jetzt kann man nämlich euch das Ganze auch mal grob erklären, wie das Ganze später im Auto ist. Federbein geht hier hoch. Spiralfeder, hier oben ist das Domlager, da sitzt das Federbein drin. So ist diese Achse in Summe grob aufgebaut. Andere Seite. Hier muss ich gleich an der Karosse nochmal gucken. Wobei eigentlich ist es egal. Man muss immer darüber nachdenken, es gibt immer Stellen, wo man eingebaut die Schrauben später nicht mehr rauskriegt, weil die Karosse im Weg ist. Mhm. So, sollte ich diese hier, die Schraube wird eingebaut, definitiv nicht rausgehen. Sollte ich aber jemals an den Lenker oben dran müssen, würde ich wahrscheinlich komplett das ganze Teil rausziehen. Und dann ist es wieder egal. Ich
bremse mal an unseren Tisch. Rollt er euch die ganze Zeit. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlich interessanten Teil. Folgendes. Erstmal sieht er schon mal gut aus. Ja, finde ich auch. So ein bisschen, als wenn wir unseren Tisch gleich bei VW ins Werk reinrollen, bei Audi in Ingolstadt, ne, und die Achse da reinstellen. Das ist aber das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Diese ganzen Teile alle vorzubereiten, sei es Schrauben, Muttern, die Teile besorgen, Achse pulvern und so weiter. Das ist halt das, was eigentlich unterm Strich am meisten Zeit kostet. Und wenn erstmal alles zusammen ist, soweit sind wir jetzt, geht das dann auf jeden Fall schneller. So, jetzt für euch der interessanteste Teil. In dieses Teil kommt jetzt ein Radlager aus Stahl mit einer Radnabe. So ungefähr. So, das Ganze ist allerdings jetzt wirklich spezial. Das heißt, Radlager, das ist original. Hier ist eine Radnabe drin. An der Stelle nochmal vielen Dank an die Jungs von HST aus Österreich. Die haben mir diese Radnabe nämlich gebaut. Warum? Das zeige ich euch jetzt mit meiner neuen Waage. Normalerweise sieht eine Radnabe so aus. Das ist so die massivste Version, die es gibt, die original auch drin ist. Jetzt fahren wir eine Keramik vom R8. Die sieht vor, dass die Bremsscheibe ein bisschen weiter rauskommt. Die Topftiefe ist höher. Das heißt, mit der originalen Radnabe würde die Bremsscheibe oben unten anliegen. Somit kann man passend zur Bremse die Radnabe vom R8 vorne reinmachen. Die ist schon mal ein bisschen leichter. Wie ihr hier seht, ist die schon mal ein bisschen freigefräst. Original 2,1 Kilo, R8 1,6 Kilo, ist schon mal weniger. So, und jetzt kam Österreich ins Spiel und hat mir diese Namen gemacht. Die sehen schon mal nach Motorsport aus. Habe ich so krass selber auch noch die am Auto dran gehabt. Praktisch macht es schon Sinn, weil logischerweise die Bremsscheibe als auch das Rad ja über die Fläche gepresst wird und die Flächenpressung ist natürlich am größten um die Schraube rum. Ja. Ganz viele Felgen, so habe ich es mir dann auch schön geredet, dass es funktionieren wird. Ganz viele Felgen sind von hinten auch frei. Wenn man von hinten in eine Felge reinguckt, hat es ganz viele Felgen, die genau passend so freigegossen sind. Somit wird das schon passen. So, 1,2. Das heißt, wir sind gegenüber Serie 0,9 Kilo mal 4 rundum Allrad und gegenüber der leichteren R8 Version fast nochmal ein halbes Kilo 0,8 am Auto. Leichter. Da ist dann auch wirklich, jetzt kann man mit Sicherheit so ein Teil noch aus Titan fertigen oder was weiß ich was alles, aber für unsere Mittel ist das schon wirklich Maß der Dinge. So, das Ganze habe ich schon mal einmal ins originale Radlager reingepresst. Und jetzt kommt das hier einfach so rein, zack, und wird von hinten verschraubt. Jetzt noch einen passenden Vielzahn gerade hätte. Jetzt machen wir kurz ein bisschen Platz. Die brauchen wir heute nicht mehr. Was machen wir jetzt? Jetzt stecken wir als nächstes die Bremsscheibe ran. Dieser Halter, da können wir noch kurz was zeigen. Das ist allerdings 1:1 wie beim letzten Auto auch schon. Nur noch mal ein bisschen verfeinert. Ist tatsächlich aus Alu. Nehmen wir auch. Das wiegt ja gar nicht. Jetzt werden ganz viele sagen wieder, oh, Alu, Bremse, bist du lebensmüde und so weiter. Es gibt ganz viele Autos, wo original dieser Halter ein Alu ist. Mhm. Und jetzt auch nochmal für den Verstand. Das ist ja auch Alu. Das ist sogar ein Gussteil. Und Guss ist immer schlechter und nicht so gut kontrollierbar wie ein, das ist aus Zertal. Das ist somit das festeste Konstruktionsalu für Flugzeuge, für Raumfahrt und so weiter. Das ist wirklich feinstes Zeug, wo man sicher sein kann, da sind keine Poren drin, da sind keine Löcher drin und so weiter. Welches dann quasi, vielen Dank an Phil nochmal, das ist mein Dreher und Fräser erster Wahl, der mir immer hilft, einfach passend gemacht ist. Deswegen sind wir der Meinung, geht in Alu problemlos. Ging auch problemlos, war im alten Auto auch so drin. Vorne und hinten. So. Jetzt muss ich einmal die Schrauben aufmachen hier. Das ist wie so ein extra scharfes Cuttermesser hier. Sieht doch eher aus wie ein anderes Päckchen hier. Ja, Waage. Ja, okay. So, hier sind übrigens auch gleich die Schrauben wieder ein bisschen glänzender, ne? Mhm.
Okay, das sieht mir jetzt gerade alles nach hinten, ehrlich gesagt, aus. Mhm. Hinten, hinten, hinten. Weil wir die Waage hier gerade nochmal stehen haben. Knapp über 300 Gramm. Ist halt wirklich nichts, ne? Mhm. Ich muss mal einmal kurz Schrauben suchen, dass wir dann eine passende Schraube haben. So, Schrauben gefunden. Ja. Das ist der Vorteil, wenn man hier im Laden schraubt, da kann man immer irgendwie improvisieren. Ich bin jetzt einmal Seite gewechselt hier. Ja, weil ich hier so ein bisschen mehr Überhang habe, da kann ich gleich Bremsscheibe etc. besser ranschrauben. Also, was wir jetzt gerade hier machen ist, wir gucken uns eigentlich nur an, also sind natürlich nicht die richtigen Schrauben, sind eigentlich Radschrauben. Wir gucken uns an, ob der Versatz von Radnabe zum Bremssattel passt. Mhm. Das, was dann final zusammenbauen können. So, Halter ist dran, Radnabe ist dran. Jetzt kommt der Kollege. Scheiben sind nicht neu, unbezahlbar neu. Also wirklich unbezahlbar. Was heißt unbezahlbar? So, grobe Richtung? 4.000 Euro eine. Eine? Ja. Hm, okay. Also das ist wirklich so heftig krass. Das ist wirklich, da bin ich auch heilfroh. Vielen Dank an Mutlu nochmal. Mutlu hat tatsächlich von seinem R8 damals noch einen Satz liegen gehabt. So, erstmal hier sieht man jetzt eine wichtige Sache. Dazwischen diese Zentrierung, wie es drauf geht, ne? Mhm. Dieser Ring, dafür ist auch extra nur diese Kante drauf. Die ist halt wichtig, weil die Scheibe halt zentriert sein muss, sonst hat man sofort einen Höhenschlag. Das ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Stelle. Wo wir gerade Radmuttern haben, wo entscheidet sich, angenommen du würdest Central Lock Felgen fahren wollen? Zentralverschluss. Zentralverschluss, genau. Wo würde sich entscheiden, ob ich die fahren könnte oder nicht? Also ob ich die montieren kann auf dem Fahrzeug? Interessante Frage, pass auf, dafür nehme ich es nochmal ab. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Mhm. So, jetzt gibt es zwei Sachen. Es gibt einmal das Verarschungssystem, was halt viele gerne am Wörthersee fahren. Das heißt, du hast wirklich einfach nur eine Spurplatte, die du aufschraubst mit einem Zentralverschluss. Ja. Das heißt, du schraubst die Standscheibe auf, hast dann einen Zentralverschluss. Ja. Bei den richtigen Fahrzeugen. Da gibst du mal einmal die Seite hier. Der große Unterschied, die Radnabe. Mhm. Identisch aufgebaut, nur dort, wo jetzt Bohrungen für die Schrauben sind, gucken so Pins raus, fünf Stück, wo man später das Rad und die Bremsscheibe draufsteckt. Und in der Mitte kommt quasi einfach nicht hier dieses abgedrehte Stumpf raus, sondern das Außengewinde für die Zentralmutter. Also entscheidet es sich im Endeffekt in exakt diesem Bauteil hier? Genau. Das Bauteil ist anders. Bremsscheibe ist gleich, weil diese fünf Pins gucken dann einfach durch die Löcher durch. Ah, okay. Und auf diese fünf Pins geht auch das Rad, weil das Rad muss am Ende schon immer nicht nur durch die Mitte, also theoretisch ist das Rad schon dran durch die Flächenpressung beim Anziehen zwischen Felge und Bremsscheibe und Radnabe. Das gibt die Kraft weiter, aber nichtsdestotrotz ist es zusätzlich noch an Ort und Stelle zentriert durch die Pins, die da rausgucken und in der Mitte die Zentrierung. Okay. So, also praktisch zum Beispiel den X-Bow gibt es nämlich mit Centerlock. Das heißt, theoretisch habe ich nämlich auch schon mal drüber nachgedacht, wir könnten vom X-Bow die Radnaben nehmen, war auch 512 ursprünglich, die da ranmachen und Centerlock fahren, echte. Gefällt mir aber ehrlich gesagt auf dem alten Auto nicht. Ja, gut, ja, ja. So, ja, und man ist dann halt wirklich extrem eingeschränkt in der Felgenwahl. Ne? Ja, das ist richtig. Weil man muss dann halt wirklich Centerlock-Felgen fahren. Ja, krass, mit der Bremsscheibe und so hätte ich nicht gedacht, dass das dann exakt auch die gleiche einfach bleibt mit den Pinöpeln da drauf. Da haben die Hersteller sich easy gemacht. So, jetzt hole ich mal Werkzeug, weil den müssen wir jetzt auf jeden Fall gegenziehen. Mhm. Was halt immer wieder krass ist, wie leicht diese Keramikscheiben sind. Ne? Also 4.000 Euro für eine Scheibe ist brutal viel Geld. Keine Frage, kann ich auch vollkommen verstehen, wenn einige nicht bereit sind, das auszugeben. Gebraucht werden diese Anlagen pro Achse so vor 10 Jahren. Mittlerweile sind die Preise ein bisschen teurer. Da hatten wir immer so zwischen 3.000 und 4.000 Euro gezahlt, neu. Mhm. Das ist es dann schon wert, weil mein B7-Kombi ist ein Paradebeispiel dafür. Machst du da einmal Scheiben und Belege neu vorne in Stahl, zahlst du so ungefähr, jetzt nicht Listenpreis das Auto zu Audi stellen, sondern selbst wenn man damals die Scheiben, die es damals nicht im Zubehör gab, von Audi gekauft hat und Belege, hast du so 1.500 Euro für Scheiben und Belege ausgegeben. Mhm. Wenn du ein Auto mit der Leistung hast und früher viel Autobahn gefahren bist, sprich öfter mal von 280, 300 runtergebremst, hat bei mir ein Satz Scheiben eine Saison gehalten. Mhm. Nach einer Saison waren die immer wabbelig, waren immer Risse drin, egal welche, egal ob es Move It war, egal ob es Brembo war, egal ob es Audi war, war immer Katastrophe bei dem Auto. Weil, meine Vermutung, egal welcher Audi, die haben immer Probleme mit der Bremse vorne.
weil das Auto vorne so schwer ist und dazu der Motor vor der Vorderachse hängt. Das heißt, das Ding baut beim Bremsen unheimlich Druck auf die Räder vorne auf. Das heißt, du kannst unheimlich viel Kraft in die Bremse schieben. Dann auf Keramik gegangen, also daraus gelernt mit der Limo, und als ich mir damals den B7 gekauft habe, auf Keramik direkt gewechselt, umgebaut. Bin 100, jetzt muss ich kurz rechnen, hat jetzt 408, ungefähr 180.000 Kilometer mit einem Satz Belege vorne gefahren. Belege? Weder Belege noch Scheiben, 180.000 Kilometer. Hab die dann nur gewechselt, weil sie so rostig waren durch die Wintereinsätze, dass die ganze Rückseite, die Platte verrostet war, das Auto immer so ein Geräusch beim Bremsen gemacht hat. Mhm. Waren aber immer noch 5 mm drauf. Also, ne? Ja. Gut, ist ja einfach das Rechenbeispiel dann. Ne? Ja. Wobei, warte mal. Wenn man vom Teufel spricht, guck dir das an. Jo, alles klar. Aber immer noch was drauf. Ja. Die ist jetzt so langsam, dass ich sagen würde, okay, wird grenzwertig, aber sind immerhin noch 5 mm drauf. Ne? Mhm. Für die Vielfahrer kann man sagen, Pi mal Daumen, 2 Saison und theoretisch hast du eine Bremse wieder raus. Ne? Ja. So. Für die viel fahren, es ist ein schön Wetterfahrzeug, du fährst 3000 Kilometer im Jahr, wirst du niemals deine Bremse vorne runter hinbekommen. Ne? Runter hinbekommen, so schon wieder ein. Passt. Nur noch schauen wir. Ich ziehe das jetzt gerade hier auf die Zentrierung und sehe da gerade schon ein Problem. Aber ich glaube, das Problem ist noch nicht schlimm. Ja. Hier, das ist ja genau das, was wir gucken. Siehst du, hier liegt es schon an. Ziehe ich da jetzt zu doll, ist knack, Keramikscheibe kaputt. Ja, liegt aber einfach daran, weil die Scheibe hier unten noch nicht drauf ist. Ich brauche noch eine Schraube. Na, jetzt haben wir ein bisschen das Problem, wo ich gerade ein bisschen darauf achten muss, ist auch, dass dadurch, dass jetzt hier keine Felge zwischen ist, kann es natürlich passieren, dass die Schrauben auch zu lang sind und sich innen gegendrücken. Aber in dem Fall gerade so, genau deswegen machen wir es. Das ist wieder so ein typisches Video. Kann ich immer alles glatt gehen. Jetzt gerade passt es nicht. Es liegt hier an. Ich habe gerade noch eine Überlegung, aber es war definitiv. So. Wenn wir jetzt hier unseren Sattel nämlich draufstecken. Der dezente. Sind wir auch komplett falsch. Komplett falsch, wo? Vom Versatz her. Jetzt überlege ich gerade eine Sache, wo ich mich durch das so lange nicht mehr schrauben nicht mehr daran erinnern kann. Okay. Ja, Problem gefunden. Da ist was bei den Radnamen schiefgegangen. Das ist natürlich doof. Kann man jetzt hier gut sehen? Bremsscheibe liegt an. Oh, ja. Die liegt an. Das heißt, liegt jetzt an welchem Teil? Ja, das heißt, theoretisch muss das Rad von hier weiter raus. So. Und jetzt diese Narbe nehmen. Diese nehmen. Ja, sieht man hier aber eigentlich schon ganz gut, was ich meine. Ich wollte gerade sagen, die sieht hier länger aus. Nee, der Teil ist egal, das ist okay. Im Radlager drin, sondern es geht rein um, das ist ja die Auflagefläche im Radlagerhäuse. Mhm. Und das ist die Auflagefläche, so, da siehst du ungefähr, jetzt sind die auf der gleichen Höhe. Könnten wir jetzt auch nochmal genau messen, aber ungefähr diese Dicke hier fehlt. Ja, okay. Ich hole mal kurz eine Sache.
Also, ich habe mal gerade im Lager geguckt. Ich vermute, der Fehler ist, dass ich den Jungs als Muster die tatsächlich falsche Radnabe geschickt habe. Aha. Ja, okay. Ich werde nämlich aus dem Lager einfach nur so eine Radnabe gegriffen haben. Habe mir gedacht, hinten freigefräst, wird schon eine 8 sein. Ist aber scheinbar nicht so, weil ich habe hier nämlich noch eine gefunden. Die sind definitiv, wenn wir uns jetzt überlegen, dass es die gleiche Höhe auf dem Radlager wäre, stehen die unterschiedlich weit raus. Mhm. So, und ich brauche diese. Nachgebaut wurden garantiert diese. Also die theoretisch nicht für die Tonne, könnte man jetzt mit einer normalen RS4-Bremse fahren, aber mit meiner Keramik wird das so leider nichts. Okay, aber genau deswegen machen wir diese Videos, um euch mitzunehmen, wie wir die Sachen einmal Probe stecken, um euch zu zeigen, warum es ein bisschen länger dauert. In dem Fall können wir es jetzt leider noch nicht einbauen, weil definitiv die passende Radnabe. Man könnte jetzt anfangen und hier einen Spacer dazwischen machen, mhm, und die Scheibe weiter rausholen, aber genau das wollen wir nicht. Wir wollen es halt wirklich auf Maß und richtig gebaut haben. Ja. Ja. Schade Schokolade, somit ist jetzt hier Schluss. Kein großes Problem, neue Radnamen machen, 5 mm weiter raus, passt. Praktisch, trotzdem schade. Ja, ist natürlich trotzdem ärgerlich, klar. Lieber hätte ich jetzt Herrn Wehmeyer angerufen, hätte gesagt, am Wochenende kommen wir, stecken die Achse da rein. Können Sie jetzt natürlich reinstecken, festmachen alles, aber dann fängt man an, im Kotflügel zu messen und so weiter. Da ist es schon auf dem Tisch hier angenehmer. Ja, ja, praktisch sieht das Ganze trotzdem, in Summe trotzdem extrem cool aus. Feier ich. Ähnliches Problem haben wir bei den Spritpumpen. Ich habe 2 Spritpumpen in Aussicht, die in den Tank sollen und 2000 PS können. Das heißt, das würde das Ganze vereinfachen. Die sind wirklich seit 8 Wochen nicht lieferbar. Mhm. Beziehungsweise sind schon mehrfach rausgegangen, aber das ist aktuell wohl so ein Problem mit England seit dem Brexit. Irgendwie Katastrophe. Ich hoffe, dass sie langsam ankommen, weil dann können wir genau das Gleiche mit der Hinterachse machen, weil als allererstes muss der Tank rein und dann die Achse. Ja, ich würde sagen, dezent ernüchternd, aber so ist das beim Tuning. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Und danke fürs Zuschauen. Und ich denke mal, im nächsten Limo-Video geht es entweder um Türscharniere, den Block fertig machen bei David Motorentechnik oder Thema Kraftstoffversorgung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yes. So, jetzt hätte ich fast eine Sache vergessen, die würde ich aber gerne auch noch mit abhaken auf der Agenda. Antriebswellen vorne. 1:1 aus Amerika vom Drive Shaft Shop. Bin ich im letzten Auto auch gefahren. Funktionieren einfach, muss ich wirklich sagen, perfekt. Besonderer an denen ist, klar, besonderer Stahl für die eigentliche Welle. Außengelenk in dem Fall original. Innengelenk, Durchmesser original, allerdings ein bisschen tiefer. Und das Besondere bei deren Wellen ist halt, dass die nicht nur die Stangen tauschen, sondern die Sterne da drin, wie ihr neulich in dem Technikon gelernt habt. Das könnte jetzt ein bisschen dreckig werden. Oh ne, ist noch schön trocken. Selbst diese Sterne, ihr seht es schon an der polierten Oberfläche, sind auch anders. Mhm. So, also ihr seht ja schon der Durchmesser, der Stern und so weiter. Das ist schon, also da haben die Amis wirklich einen rausgehauen. Kann man 1:1 kaufen, funktionieren perfekt, können wir so 1:1 reinstecken. Und läuft das Ganze. So, und sind auch gut. Kann ich das hier einfach so? Sind schon ein paar Kilo, ne? Ja. Nee, das funktioniert Bombe. So, jetzt aber tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit.